Als das Dresdner Bankhochhaus 1978 in Frankfurt am Main eingeweiht wurde, galt es mit seiner silbernen Aluminiumfassade und den abgerundeten Ecken als Inbegriff der Moderne. Der sogenannte Silver Tower war damals das höchste Gebäude Deutschlands. Als die Bank mit der Commerzbank fusionierte, schlug die große Stunde für Matthias hoch. 1958 in Radebeul geboren und jetzt in Leipzig lebend, kann Matthias Hoch als Chronist gelten. Denn seine Bilder offenbaren die Strukturen sozialer Räume und verdeutlichen damit das Verhältnis der Menschen zu ihrer selbst geschaffenen Umgebung. Chronist auch deshalb, weil diese Umgebung wie im Falle des Hochhauses gar nicht mehr existiert. Denn es vergeht nicht nur die Zeit, auch der Zeitgeschmack ändert sich. Und das in vielerlei Hinsicht. Im Falle des ehemaligen Bankhochhauses zeigen die Fotos das Ende einer Ära, Spuren einer Nutzung in verwaisten Räumen. Das macht diese Fotos so einzigartig. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, einem einfachen Hochhaus so viel Aufmerksamkeit zu schenken? Ich bin an Veränderungen interessiert und Fotografie, seit ich begonnen habe, 1998 eine Serie über Bahnhöfe zu machen und gemerkt habe, ein Jahr später war die Wende, alles hatte sich komplett verändert. Seitdem bin ich interessiert, Veränderungen mit der Fotografie sichtbar zu machen. Als sich die Möglichkeit ergab, in diesem leerstehenden Bankhochhaus Spuren der Nutzung zu suchen und zu finden, dann war klar, das ist mein Thema. Es ist sicherlich auch nicht einfach gewesen, in dieses Gebäude reinzukommen, in alle Räume. Gab es da Schwierigkeiten? Kann man so sehen, weil der neue Eigentümer nicht unbedingt interessiert war, dass es da eine Arbeit gibt, aber am Ende, wenn man hartnäckig ist, schafft man es. Mich interessiert, manchmal überlege ich mir, ich würde den Blick eines Außerirdischen einnehmen können. Also ich schaue auf die Dinge, die sich der Mensch gebaut hat, mit denen er sich umgibt, die urbane Landschaft, die Stadt. Und das ist ein Punkt, der mich sehr interessiert. Ich bin auch ein langsamer Arbeiter, wenn sich eine Situation kulminiert auf einen bestimmten Punkt, dann bin ich oft zu langsam. Aber die Architektur steht still und da kann ich meine Bilder finden. Und ich versuche, sie zu transformieren zu einem Bild, was dann am Ende eine Bedeutungsfläche gibt, die der Betrachter selbst füllen kann. Dabei arbeite ich mit einer analogen Plattenkamera im Format 4x5 Inch auf Negativ wie vor 100 Jahren mit einem schwarzen Tuch, weil die Präzision, die ich auf diesem Negativ habe, immer noch, ich will nicht sagen unerreicht ist, aber die digitalen Möglichkeiten oder die Technik, die ich brauchte, um ein gleichwertiges Ergebnis zu erreichen, die wären beachtlich. Eigentlich bin ich eher interessiert an gerade fertiggestellten Gebäuden ohne Benutzungsspuren. Das ist auch das, mit dem ich mich vorher beschäftigt habe. Ich habe eine Reihe von Bildern gemacht in Almere. Das ist eine Retortenstadt bei Amsterdam in Holland, wo einfach ein Stück des Meeres, also wurde ein Deich gebaut, trockengelegt und dann wurde einfach reißbrettartig eine neue Stadt entwickelt. Aber nach 3 Jahren der Auseinandersetzung mit diesen modellhaften neuen Dingen wollte ich gerne auch ein Stück Geschichte, also Spuren suchen und finden. Und da kam mir die Auseinandersetzung mit so einem leerstehenden Gebäude mit einer Geschichte. Das war genau das Richtige, weil das Leben besteht ja aus Veränderungen, auch mein. Und insofern habe ich mir da ein neues Thema gesucht. Aktuell, ich war im letzten Jahr 3 Monate in Japan. Ich hatte das Glück, ein Stipendium des Goethe-Instituts zu haben, war in Kyoto und bin zurückgekommen mit ganz vielen Bildern. Da ich mich aber jetzt mit Buch und Ausstellung beschäftigt habe, habe ich daran überhaupt noch gar nicht arbeiten können und ich freue mich darauf, ab nächste Woche mich mit den japanischen Bildern zu befassen und die auszuarbeiten. Insgesamt sind in der Ausstellung 25 Bilder bis zum 23. März zu sehen. 10 weitere Bilder aus demselben Zyklus kann man sich bis zum 27. April in der Städtischen Galerie Wolfsburg ansehen. Wer Auto oder Bahnfahrt scheut, kann sich auch den Katalog zu dieser Bilderserie kaufen. Er ist für 25 € im Kunstmuseum Kloster Unserer Lieben Frauen erhältlich. Mhm.